Hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 11. September 2024. Und unser DAX hat ja ordentlich eine jetzt auf die Nase gekriegt. Der hat da gestern ein bisschen zu sehr den coolen Max raushängen lassen und ich bin stark und so weiter und so fort. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass der Bereich durchaus eben auch reif wäre, sich wegzudrehen. Er müsste das eben bloß signalisieren, er müsste da einen Anfang machen und auch einen drehen. Andernfalls wird er sonst noch eine 5,30 kommen und dann hatten wir auch drüber gesprochen, wenn er drüber geht, hätte er ja auch das Zeug da 600, 700, dass er einfach rumstehen gerade, ja, dieses drübersetzen runter, haben schon mal so gedanklich durchgespielt, wenn er dann da oben drüber macht, dass er dann nochmal komplett umkippt und noch ein neues Wochentief setzt, dann wieder hochgeht und all sowas. Na, ein bisschen anders ist es schon gekommen, aber dafür relativ deutlich und klar eben den Trigger unterboten, hat sich drunter geworfen und dann auch die Ziele. Das sollte für niemanden überraschend gewesen sein, da unten im Tief, die 1,85, 200. Da haben wir jetzt schon so oft drüber gesprochen, die hat er jetzt noch bedient. Das war ja eigentlich die, die er zum Montag dann noch sich gleich früh schnappen sollte. Nachdem jetzt hier die 440 nach unten umgeklappt wurde, hat er dann die 260 angespielt. Und das waren ja unsere beiden Hauptziele. Ja, 260 und die 200, 1,85. 1,85 dann auch schön nach oben reagiert, alles schick. Sozusagen eigentlich ein schön greifbarer Tag, der hier auch, ich sag mal, gut ins Gesamtbild eigentlich reinpasst oder reingepasst hat auch insbesondere, ja. So, und auch wenn vielleicht die Erwartungshaltung war, dass er den Dienstag nach oben macht, um dann Mittwoch, Donnerstag unten zu strengern, ist es für mich trotzdem so, wie es jetzt ist, vollkommen im Rahmen. Wir hatten die Erwartungshaltung, dass wir hier eine Seitwärtswoche kriegen, die oben und unten stänkert. Oben hat er Montag gestänkert, Dienstag hat er unten gestänkert. Wäre jetzt zum Mittwoch wieder oben dran. Aber ich würde hier die Kante diesmal ein bisschen komischer platzieren. Ja, wird vielleicht der eine oder andere jetzt die Nase rümpfen, aber ich würde hier, naja, sagen wir mal die 360. Dann habt ihr alle einen schönen Orientierungspunkt, 360 bis 380. Das wäre für mich jetzt hier die Orientierungsmarke zum, was haben wir, Mittwoch. Sollte nämlich da reingehen, noch in die 360, 380 und er dreht sich dort nach unten um. Kann ich mir vorstellen, dass er hier unten nochmal auf die Channelkante springt. Ja, die liegt jetzt so im Bereich um 18,120. Wenn wir das jetzt hier verlängern, warte mal, ey, spiel mit hier, er will nicht. Könnte es sogar sein, dass die Tiefs hier dann das sogar genau treffen. Aber dann müsst ihr das Dolle rausziehen, bis zum Arm. Nö, das schafft er eher. Also, wenn er mitspielt, 360, 380, sich ordentlich wegdreht und Knack reinbringt, plant ein neues Wochentief nochmal mit ein. Und das ist der Wochenschluss von der Vorwoche gewesen. Das war unsere Basis, um zu sagen, der wird oben spielen, der wird unten spielen. Von da haben wir jetzt nach oben gesehen gehabt 250 Punkte. Ja, die sollte man ihm da unten auch geben. Ja, also gucken wir erstmal, also wenn er sich eintritt, wie gesagt, ist dieses neue Tief, wird sich ein neues Tief erwarten. 18,120 ist drin. Und dann geht er bestimmt von dort erstmal wieder hoch. Aber wenn er das dann ähnlich macht wie hier und eben dann abdreht, Kerzen wieder einzieht, Kopf rumzieht und umdreht, würde ich ihm auch noch ein bisschen Platz so bis knapp an die 18.000 reingeben. Ja? Wir haben hier noch so ein offenes Gap bei 17,9. Ich würde aber eher so die 18.000 im Blick behalten. Dann haben wir 250 Punkte oben gesehen, 250 unten und könnten schon mal wieder zurückdrehen. Und damit haben wir gestern gesagt, die Hauptziele sind 260, 200. Für den Mittwoch würde ich die Hauptziele auf der Unterseite setzen auf 18,120 und knapp über der 18.000. Ja, also 18,10 vielleicht rum liegt auch das Retracement, das große, ja. Von der Bewegung, von der Gesamtbewegung. Ein oder andere erinnert sich ja noch an die Wochenendanalyse von letzter Woche, also nicht jetzt die Woche, sondern letzte Woche. Da hat man ja so sinngemäß gesagt, wenn der oben Fehlausbruch macht, kann der locker hier einen 50er Rücksetzer nach unten machen. Der wäre halt hier unten, ja, dann kommen hier das Band, ja, hier kommt schon ein bisschen was. Also das ist eine interessante Zone da um die 18.000. Dennoch 18,21, trotzdem wichtige Zwischenziel, da würde ich auch ein bisschen short ausdehnen, wenn ich mir hier was im Mittwoch über den Tag jetzt hole. Sofern er denn auch wirklich eintritt, dreht er nicht ein, etabliert sich über 360, 380, fände ich das positiv und würde ihm natürlich dann eben auch Raum geben, oben wieder ein bisschen zu stänkern und überraschen. Dafür müsste aber über die 440 drüber. Ja, also er müsste über die 440 drüber, er müsste sogar über eine 480 drüber. Das heißt, 500 bis 530 wäre oben dann so Ziel und dann wahrscheinlich auch schon wieder Genickschuss. Ja, also über 360, 380 hat er Platz bis in die 530 rein. Sollte also zum Beispiel ein bisschen schwächer reinstarten, würde wahrscheinlich eher so aussehen, ja, dass er ein bisschen schwächer reinstartet, sich auf der 300 stabilisiert, wieder hochdreht,
Wenn man Tageshochs macht, über die 3,80 geht, dann hat er Platz bis in die 5,30. Ja, so kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Dennoch, denkt dran, ich habe hier keine Glaskugel. Es geht hier nicht darum, den exakten Kurs zu bestimmen. Es geht darum, wie reagiert unser DAX typischerweise auf bestimmte Situationen. Wir stellen verschiedene Szenarien auf, oben, unten, Mitte, rechts, links, wie auch immer. Und dann geht es darum, über den Tag zu gucken, okay, in welchem von diesen beschriebenen Szenarien beläuft es sich. Und solange er da drinnen bleibt, traden wir den, traden das ab, was wir hier eben erwarten, Ziele und so weiter und so fort. Wenn wir aber sehen, er macht das nicht, wenn wir sehen, das passt überhaupt nicht auf das, was erzählt wird, dann wird kein Trade gemacht. Dann lass man einfach machen. Gucken uns den an, gehen den nächsten Tag neu ran, sagen, okay, das wäre typisch, da könnte reagieren, dort könnte reagieren. Und wenn er das macht, traden wir das, nehmen die Bewegung eben bis dahin mit, wo sie typischerweise dann eben auch hinlaufen würde, traden also einfach das Szenario für sich, begrenzen das mit einem Stop-Loss und dann wird dann ein Schuh draus. Ja, aber es geht hier nicht darum, dass ich für morgen exakt weiß, wo, wie, warum, sondern es geht wirklich zu bloß zu definieren, wie würde es typisch aussehen im DAX und was wäre dann in der Folge drin. Und diese Wenn-Dann-Bedingung ist der Kern dieser Analyse. Das muss man einmal verstehen, verinnerlichen. Und dann kann man das, denke ich, ganz gut für sich nutzen und hat auch Spaß an sowas, wie wenn da so eine 201,85 schön nach oben reagiert. Oder eben eine 440 nach unten umklackert. Und bis ins Ziel bei 260 und 201,85 läuft. Ja? Muss es einmal verstanden haben, dann macht es Spaß. Dann kommt noch das Risikomanagement dann zu. Dann muss man den inneren Schweinehund überwinden. Ja, also kommen schon noch ein paar Stellen, ja. Die liegen dann aber eher an der eigenen Schuhsohle. Ja, muss man ein bisschen selber kehren bei sich. Und die Baustellen abarbeiten und auch finden und auch suchen. Und ich wünsche euch was. Macht was draus. Viel Erfolg. Gut's gelingt. Bis morgen. Tschüss.